Grüß euch, Seven Heaven hier. Und zwar heute geht's los, meine Lieben. Erste Moto-V-Blog, so wie ich euch versprochen habe. Ich werde mit euch meine Maschine starten. Alles passt, Batterie angeschlossen, wir haben Saft. Alles überprüft, aber dazu gleich mehr. Gehen wir's an. Leerlauf und los geht's. Tja, was soll ich jetzt noch sagen, ne? Let's start. Whoa, whoa, whoa. So, meine Lieben, und zwar Motorrad ist gestartet, als wäre es ja nie im Winterschlaf gewesen, bitte. Aber nie! Ja? Und es gibt eine Szene bei mir letztes Jahr 2016, wo ich sage, ich werde dich so vermissen. Ich habe sie so vermisst, meine Kleine. Aber wir sind zurück und das ist das, was zählt. Und wenn ihr es sehen könntet, ja. Ah. Und vielleicht der ein oder andere, der meine Videos verfolgt hat, habe ich gesagt, bezüglich mein Navi, das ist jetzt perfekt. Nein, ist es nicht, leider. Das habe ich nicht gedacht bei der Montage. Ich sehe meinen Neutral Gang nicht mehr, also meinen neutralen Gang. Grundsätzlich brauche ich das eigentlich nicht, aber an der Ampel oder so ist das schon mal ganz nett, weil irgendwann passiert der Fehler und es gibt nichts Beschisserenes. Als man hat den neutralen Gang drin und im Endeffekt passiert dann Folgendes. Man hat nicht den neutralen Gang mit und man bleibt dann an der Ampel stehen und ohne Kupplung zu ziehen. Und was passiert dann? Das Motorrad hopst herum. Und das will man nicht als Motorradfahrer. Ui! Okay, Kurvendynamik ist noch nicht ganz da. Obwohl ich mich recht sicher fühle. Was mache ich jetzt eigentlich mit euch? Punkt 1, die Sonne strahlt, perfekt. Punkt 2, ich muss ein bisschen meinen GoPro-Winkel ändern. Jetzt werden einige von euch sagen, was, der hat eine GoPro? Hat er nicht erst vor kurzem gesagt, dass das Arsch ist? Ja, das ist richtig. Und ich finde es auch da vorne, also ich habe es jetzt vorne dran gegeben. Aber für euch habe ich einfach so viel recherchiert und ich habe so viel Feedback bekommen, dass ich im Endeffekt gesagt habe, okay, ich möchte ein bisschen was mehr für euch tun. Das heißt, dass ihr mehr Einfluss in meine Fahrweise bekommt, dass ich euch einfach zentraler mehr zeigen kann. Und dazu habe ich mich dazu errungen, diese GoPro zu kaufen. Noch dazu, ich habe ein super Schnäppchen bekommen. Das heißt, seid mir jetzt nicht böse, wenn das ein bisschen noch nicht so gut zusammenhaut. Ich probiere wirklich mein Bestes zu tun. Das heißt, ich werde in diesem Vlog öfters die Kameraposition wechseln, um nachher dann zu beurteilen, ist das gut oder nicht. Aber was mache ich jetzt? Ich mache Luft. Machst du Luft? Also ganz wichtig, wenn ihr euren Roller. Oh, look at this! Look at this! Oh mein Gott, das ist so eine geile. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage. Ja, eine geile Sau. Shit, was muss ich da überhaupt einfühlen? Ich habe keine Ahnung. Dullo, 2529. Machst du 2529? Na gut. Mach ich. Hätte ich sogar einen Kopf gehabt. Nicht schlecht, hä? Also, wir haben wieder Lüft. Ich sag so, es gibt Lüft! Also, komischerweise. Ich erinnere mich ans letzte Jahr, da habe ich
beim ersten Mal, bei der ersten Ausfahrt, war ich unrunder. Ganz ehrlich. Sonnenblende on. Und heute geht es wirklich geil. Aber das mit dem neutralen Gang, das ärgert mich schon. Ah, ein bisschen drücken. Sehr gut. So, ich habe schon gespürt, mein Motorrad ist warm. Und auf das jetzt, meine Lieben, freue ich mich schon die ganze Zeit. Ah! Es ist doch absolut das. Ich schwör's euch, ja. Mein neues Format, ich habe ja jetzt eine zweite Kamera und eine dritte und 8. Und da werde ich mich auch so cool, ja, wie die anderen von Frontal filmen. Was ich jetzt aber in dem Fall nichts helfen würde, weil mein Grinser ihr nicht sehen könntet, ja. Aber ich trage drunter einen meiner berühmten Strümpfe, Gradmelder, und ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich grinse, ja. Also ich bin so happy, ja. Ah, dieser Sound, dieses Feeling des Vierzylinders, dieses. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, also die GoPro, die frisst ganz schön Strom, ja. Das fällt mir jetzt schon auf. Ich muss mir was überlegen, weil ich glaube ja, dass die Fernbedienung ja per Bluetooth geht. Das heißt, ich könnte eigentlich mein Wireless abdrehen von der GoPro. Wow, break it. Don't shake it. Reifen sind noch sehr rutschig, muss ich sagen. Also habe ich noch kein gutes Gefühl. Ah, bitte, man beachte, ich habe den Blinker abgedreht. Das bei der ersten Ausfahrt. Weltklasse. Tolle Leistung. Seven Heaven. Ich sag's euch, es macht so viel Spaß. Ich sag, das wird so eine geile Saison werden mit euch. Und ich bin schon so gespannt, wie das Videomaterial wird. Ja. Ich hoffe, dass das geil ausschaut. Ja. Und was ich noch dazu sagen wollte, ja, es ist halt dieser Motoblog. Dieser Motoblog soll ja heute nicht dazu dienen, meine unglaublichen Motoblog-Qualitäten zu zeigen. Wie ihr merkt, die Euphorie ist einfach viel zu groß, als dass ich da jetzt irgendwie einen professionellen Motorvlog aufnehmen könnte. Sondern der Fakt, der ist, ich möchte mit euch heute Spaß haben. Ich möchte mit euch wieder das Feeling geben, es ist soweit. Ich hoffe, ihr versteht mich. Und ich glaube, das versteht man. Ah, herrlich. Also von Kälte her passt's, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwas flackert da an meinen Dings. Taugt mir nicht. Also das ganze Grundsetup, ja, das ist noch nicht ganz. Aber das wird. Da muss ich wieder ein bisschen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Da muss ich einfach so ein bisschen. Das dauert. Dann hat man wieder sein Grundsetup von August, September, wo man Mörder drauf war, wo man alles im Griff gehabt hat. Zumindest hat man das Gefühl immer gehabt. Und dann geht's los. Ja. Boah, ich fahre 50. Sowas. Ah, ist aber sehr unspektakulär, muss ich sagen, heute. Sehr unspektakulär. Ja. Also, was mir wirklich taugt, ist diese Fernbedienung. Ja. Also, das taugt noch.
Oh yeah, back a bitch. Wie steppert. Man kann auch einen Goldwyn-Fahrer grüßen, oder? Sicher kann man das. Bisschen überheblich war er, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Ah, endlich wieder in die Arbeit fahren. Kein Stau. Pole Position, Porno. Ah, herrlich. Ah, ja, in diesem Sinne, ich möchte eine ganz liebe Abonnentin grüßen. Und zwar die Anja. Die wünschen wir Glück, weil die hat heute um 14 Uhr ihre erste Praxisstunde gehabt. Anja, ich habe an dich gedacht. Ich hoffe, alles ist gut verlaufen. Du konntest deine ER6N bedienen und du hattest keine Panik und nichts, sondern hast zum ersten Mal diesen Motorrad-Spirit geschnuppert. Ja. Ah. Ich glaube, ich werde da jetzt mal langziehen, oder? Ja, und natürlich möchte ich auch ganz lieb in David und in Ben und in Galliot YouTuber, ihr wisst, einer von meiner Crew. Also, das macht schon Laune. Das sage ich euch. Ah, ich freue mich ja schon extrem auf Schräglagentraining. So, jetzt werden wir Kreisverkehr U-burnen. Nein, bleib stehen. Ich brauch keinen Unfall gleich am Anfang. Ah, Schräglage geht ja schon ganz geil. Also halt noch AKG Geschwindigkeit. Also mit dem Schauen muss ich mal wieder ein bisschen das zu Herzen nehmen, weil. Ich sag's euch. Das erste Mal wieder 10.000-11.000 Touren unterm Arsch zu haben. Da geht da halt schon richtig einer ab. Ja, reden wir noch ein bisschen über mein Setup. Zuerst machen wir diesen hier. Fahren wir ein bisschen durch Lanzendorf. Zu meinem Setup. Ja, also, was nämlich auch dazu kommt, wir haben in der MotoV-Logger-Szene einiges darüber besprochen, wie machen wir weiter, wie schaut es aus und so weiter. Also das ist eine Sache, die es geben wird. Und das andere ist, ganz einfach das Filmmaterial-Setting. Ja? Und da habe ich mal schon einige Gedanken gemacht. Unter anderem werde ich auch mit einer neuen Filterart filmen, also neu, für mich ist es dann neu, dass ich einfach, wie ich es eh vorher schon angesprochen habe, während meinen ganzen Geblödel, ja, Setup, ja, also der ND-Filter, der sogenannte ND-Filter, da tun halt einige herum bei uns und ich
muss ganz ehrlich sagen, die Videos kommen sehr cinematic hinüber und das wirkt richtig, richtig, richtig geil. Und ich habe mir gedacht, okay, das mache ich auch. Für euch mache ich doch alles, meine Lieben. Und ja, ich bin schon gespannt, weil ich mich ganz einfach auch ein bisschen mehr, also nicht mehr oder weniger, sondern ein bisschen darauf fokussieren möchte, auf meine Ausfahrten. Und diese Ausfahrten möchte ich ganz einfach insofern auch mit dieser Klasse aufnehmen. Und das soll alles ein bisschen mehr Hand und Fuß bekommen. Ja. Und ich möchte dich da einfach bei geilen Strecken, wo ich dann halt echt gut drauf bin oder wo es passt und ich das filme und mir nachher anschaue, ja, das ist geil, das möchte ich euch einfach mitnehmen, ja, also dass ihr was zum Schauen habt, einfach so ein paar Minütchen Bike-Pornografie für euch alle, die selber Biker sind und für alle jene, die es vielleicht interessiert oder noch Bike-Pornografen werden wollen. Ja, ich hoffe, das funktioniert. So, aber in diesem Sinne muss ich leider umdrehen. Oh naja, das Umdrehen geht aber mal aber überhaupt nicht, oder? Da schlackert's hintern. Super, das erste Viech. Herrlich. Das habe ich ja nicht vermisst, aber ja, gehört dazu. Ah, da vorne war die Kieberei. Also so sind die Handschuhe am Macht, ja, muss ich euch ehrlich sagen. Aber mit die Kombo da, ja, dadurch, dass das meine dicke Lederjacke ist, ja, passt das nicht so recht. Ja, das taugt mir nichts. Muss ich mal was anderes überlegen. Na, ist ja egal. Ah, ist das herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Verabschiede ich mich heute von euch und aus diesem Motorvlog. Der nächste kommt ja bald. Dann vielleicht nicht so confused wie der heutige. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und mit diesen schönen Bildern heute verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr fahrt auch schon Motorrad oder es ist bald soweit bei euch. Ich freue mich immens auf die Saison. Alles Liebe, euer Seven Heaven.